Mir läuft die Bolle so in den Nasus. Ja, ich krieg Klepto-Stacks und er chillt. Also farmst dich an ihm hoch, ist gut. Halt. Ah! Alter! Ja, dann war schön, ne? Auch. Who's that Pokémon? It's Son Goku, du bist unser Held. Du kämpfst dich tapfer durch die Welt. Du möchtest tolle Frauen? Ja, was sind tolle Frauen für dich? Für manche ist eine tolle Frau eine, wo du mit zwei Drinks hinläufst, komplett hackedicht und dann sagst, schon belegt, ne? Und die dann sagt, und die dann dabei ist. Für andere Leute ist das eher nix, das kommt ja ganz drauf auf deine Prioritäten an. Wir bräuchten jetzt noch einen Win für Grandmaster. Aber in einem Win wäre jetzt Grandmaster dann. Mittlerweile, ne, unsere Win-Ratio sieht jetzt schon fast so aus, als wären wir tatsächlich gar nicht so kacke, ne? Das sieht zumindest schon besser aus. Zwischenzeitlich waren wir mit der 50% Win-Ratio dabei. Wie viele Tage hast du noch? Noch 8 habe ich. 8 Tage habe ich noch. Und Tyrannis CSGO, danke dir auch für den Support. Grüß dich, willkommen. Doch, Rank 1. Naja, ich meine, kommt darauf an, wie jetzt der Tag noch weiter läuft. Ne? Wir haben jetzt bis jetzt noch nicht verloren. Das ist, sagen wir jetzt mal, nicht typisch. Na? Wir werden jetzt irgendwann, werden wir schon noch einmal auf dem Hinterkopf bekommen. Bist du mal Duke mit wem? Erst sobald ich Challenger erreicht habe. Also ich muss alleine Challenger erreichen, weil sonst ist es nichts wert, wisst ihr? Willst du dir noch was anschauen in den 8 Tagen? Ja, wie die Challenger-Letter von oben aussieht, würde ich gerne noch sehen. Was anschauen, ey. Ich habe hier mein kleines Kämmerlein. Ich habe unlimited Snacks. Anschauen, Amateur, ey. So, was nehmen wir raus? Gibt's Talon-OTPs hier? Ne, wir werden nochmal riffen. Gibt's hier Talon-OTPs in Amerika, in der Heilung? Na, jetzt, ich glaube, dieses Game ist wieder ein Noilo-Game, ne? So wie das aussieht. In welcher Stadt bist du? Die heißt Los Angeles, heißt die. Ist nicht so geil, ne? Also hier gibt's auch nicht wirklich was zu sehen oder irgendwelche bekannten Leute. Nee, du, das ist ein ziemliches Shithole. Da kann man eigentlich nur streamen. Ja, die Frage, was wir hier picken, ne? Einfach wieder Ari? Oh no, es ist Yasuo. Yasuo. Ja, wir spielen das Bratwurst-Bratgerät in der Mitte hier. Das gute alte Bratwurst-Bratgerät. Crazy Yasuo-Player, den habe ich sogar in der Dings gesehen, in der Ladder. Ich habe wieder meine Kekse, ne? Das heißt, für jeden Kill kriegen wir wieder einen Keks hier. Würde ich sagen. Dann hör auf zu essen. Ich kriege die Packung nicht mal auf, ne? So fängt's schon mal an. Okay, never mind. Die Packung ist zu stark für mich. Wir drehen die Wurst genügend lange. Crazy Yasuo-Player von den Loyal Men in der Mitte. Alles Rumble gegen Yasuo-Matchup ist ein relativ interessantes. Sehr, sehr explosiv. Sehr, sehr Jungle-abhängig. Nice fucking Red Boy. Sollte hart pushen hier, ne? Und dann resetten. Ich muss weg. Ist zu risky. Machen wir uns eine Pepsi auf, ne? Und gucken wir mal, dass wir hier zwei wichtige Items holen. Hoffen, dass der nicht smart genug ist zu freezen, sondern einfach push. Und dann gehen wir hier schnell Richtung Mitte. Ja, noch beide Sums und ich nicht, ne? Ich habe nur den Assist. Das heißt, wir sind immer noch behind auf der Lane. Gerade auch, weil die Wave halt schlecht für uns stand. Wir hätten unseren Amumu beten müssen, mit uns zusammen auszupushen. Aber das ist ein Keks. Das ist ein Keks, ja. Zurück. Na, wir wollen jetzt wie André das nicht. Wir können auch Morellos finden, auch schön. Ja,
Kacke, ey! Mann! Oh no, das war gut. Scheiße. Den wollte er garantiert haben, der Mann. Ach, Mann, viel zu gierig von mir. Die können einfach mit rauspushen, ne? Ich sollte jetzt direkt für Sonjas gehen, einfach, ne? Ich glaube schon. Weil sobald ich Sonjas hab, können die mich nicht mehr killen für eine lange, lange Zeit. Und ich werde trotzdem mehr als genug Schaden machen hier, ne? Ich hätte das sogar turnen können, aber wenn ich mit den... Also wenn ich diese Stutter-Steps die ganze Zeit mit dem Dings mache, glaube ich, und trotzdem das Movement nach vorne bringe. Das war nicht gut gelöst. Oh, das macht so Spaß, mal wieder zu tryharden ein bisschen. Goddamn. Da merkt man erstmal, wie man das vermisst, richtiges League zu spielen, sich ein bisschen zu bemühen und nicht jedes Game Fiesta zu haben. Was ein Gefühl, Jungs. Seien wir doch ehrlich, du willst doch nur mehr Kekse. Eigentlich schon, ja, aber ich habe noch gar keine gegessen. Ich bin komplett... Das macht schon Spaß, League zu spielen. Also ich muss noch die volle Combo durchkriegen. Das war sehr schön CC'd von denen. Also der Stunlock war richtig, richtig gut. Ich konnte nicht ins Sonjas, ne? Weil ich will natürlich Ulti und dann will ich mein QW machen und dann ins Sonjas gehen, ne? Klar. Muss nicht zu aggressiv werden, ja. Nur weil wir gerade so einen großen Lead haben. Lol. Gut weggebraten, den Mann da. So, jetzt gehen wir als nächstes gehen wir hier für Leandris, ne? Wie gesagt. Puh, holy shit. Da gibt's noch einen Keks für, ha? Für den Equalizer. So. Und dann den Midwave auch noch buffen, dass er die nicht einfach klären kann. Shit, wo ist die nicht gebufft? Dishonored by your word. Weißt du, das ist für euch nicht so geil so, weil ich halt nicht viel kommentieren kann dazu, ne? Wenn ich mich selber konzentrieren muss. Aber irgendwie muss ja der Climb funktionieren. Alright. Alright, da sind wir doch hier. Dieses Geräusch, das ihr im Übrigen immer nach dem Game hört, ist, ich mache den zweiten Bildschirm immer aus fürs Game, damit ich mich besser konzentrieren kann. Und nach dem Game mache ich den dann immer wieder an, ne, der zweite Bildschirm.